Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Klimaschutzgesetz oder das jetzt nicht mehr bestehende Klimaschutzgesetz, denn wie ihr es vielleicht schon aus der Fachpresse mitbekommen habt, irgendwie ist da wohl gerade eine Veröffentlichung vom Bundesverfassungsgericht gekommen, die so in etwa sagt, das, was ihr da beschlossen habt, das reicht nicht. Ja, Überraschung. Also Hintergrund, wir haben das Klimaschutzgesetz vor einer Weile bekommen, Ende 2019, dazu haben wir damals auch ein Video gemacht. Und dann gab es unter anderem Klagen von verschiedensten Akteuren, unter anderem auch von dem Kontext Fridays for Future, gegen eben die Ausgestaltung dieses Klimaschutzgesetzes. Es geht nicht weit genug, es muss einfach deutlich noch mehr Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit mit reinbringen, deutlich bessere Maßnahmen auch fordern. So, und das wurde nun also tatsächlich wohl so beschlossen. Wir gucken gleich mal genauer rein. Dieses Video soll ein bisschen einordnen, was ist denn jetzt tatsächlich passiert und was kann man daraus schließen. Erstmal hier von der Deutschen Welle zum Beispiel der Beitrag, Verfassungsgericht. Klimaschutzgesetz geht nicht weit genug. Das oberste deutsche Verfassungsgericht hat eine Entscheidung gefällt, die Umweltschützern den Rücken stärkt und dem Gesetzgeber eine Klatsche verpasst. So kann man das auch durchaus formulieren. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig. Es fehlten ausreichende Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab dem Jahr 2031. Und da merken wir jetzt auch schon den eigentlichen Tenor dieses Beschlusses. Es gibt hier nämlich dort genaue, also es gab in dem Gesetz genaue Minderungszahlen von Treibhausgasemissionen und Co. bis 2030. So, danach war das ein bisschen offener. Und das geht nicht weit genug, sagt hier das Bundesverfassungsgericht. Das ist eigentlich so vor allem der zentrale Fokus dieses Beschlusses. Es gab verschiedene Beschwerden, verschiedene Klagen. Und hier wurde dann eben vor allem dieser Punkt jetzt auch wahrgenommen und bestätigt. Die Richter verpflichten deshalb den Gesetzgeber bis Ende 2022, also in den nächsten anderthalb Jahren, Reduktionsziele für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Das ist erstmal der zentrale Punkt hier in der Kritik des Bundesverfassungsgerichts, dieses Klimaschutzgesetz ebenso auch erstmal wieder außer Kraft zu setzen. Hier ist ein bisschen auch noch die Grundlage formuliert. Ne? Bundestag und Bundesrat hatten Ende 2019 in dem Klimapaket der Regierung zugestimmt, nachdem da eigentlich noch ein paar Kompromisse ausgehandelt worden sind, aber das alles eben tatsächlich nicht weit genug geht, um unsere übergreifenden Ziele, einerseits aus Richtung, wie es hier auch steht, Pariser Klimaabkommen, aber auch der eigenen deutschen Strategie dahinter, bis 2050 bestimmte Minderungen zu erreichen, aber natürlich auch den wirtschaftlichen Zielen. Ne? Also es ist ja alles gesellschaftlich übergreifend. Wir haben einerseits unsere Interessen als Menschen, auch in Zukunft noch gut leben zu können, Nachhaltigkeit deswegen auch heute schon zu leben. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir zum Beispiel mit der Energiewirtschaft einen Faktor haben, der ganz klar davon abhängig ist, was für Energie er eigentlich verkaufen kann an den Menschen. So, und wenn wir jetzt sagen, naja, eigentlich ist Kohle voll gut und auch Atomstrom ist voll gut und Gas und meinetwegen sogar noch ein paar Ölkraftwerke hinbauen, super cool. Nee, das funktioniert halt nicht. So würden wir eine Wirtschaft uns heute noch weiterhin hinstellen und weiter fördern, die morgen nicht mehr überlebensfähig ist. Und anderem auch, weil die Leute keinen Bock darauf haben und jetzt eben immer mehr sich zum Beispiel aktiv dazu entscheiden, einen Ökostromtarif zu kaufen. Es gibt jetzt wieder aktuelle Untersuchungen, das werde ich demnächst auch nochmal in einem Video ein bisschen auseinandernehmen, wenn wir noch ein paar mehr Zahlen haben, dass mittlerweile der Großteil der deutschen Stromkunden sich aktiv nach einem Ökostromtarif ausgesucht haben oder da noch umgeschaut haben. Bislang aber die wenigsten noch bereit waren, dafür mehr Geld zu zahlen, aber bei einem gleichen Preis lieber einen Ökostromtarif genommen haben. Und das wird sich eher nur noch verstärken. Dazu kommen wir auch gleich nochmal in einem anderen dieser Beiträge. Und darum geht es hier nämlich dann auch noch etwas von Heise. Altmaier, ne, unser wunderbarer Wirtschaftsminister, sagt, es gibt eine schmale Chance für eine rasche Nachbesserung des Klimagesetzes. Das Urteil haben wir, wie gesagt, hier schon gerade durchgenommen. Der Energieverband BDEW, den kennen wir ja, unser großer Branchenverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, verlangte wichtige Entscheidungen noch vor der Bundestagswahl zu treffen. Ja, das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Das Video nehme ich gerade am 30. April 2021 auf. Die Sommerpause für den Bundestag kommt in spätestens 2 Monaten und dann haben wir im September ja schon die Bundestagswahl. Das heißt, wenn nicht innerhalb der nächsten Wochen etwas passiert, dann passiert es nicht mehr mit diesem Bundestag.
Also muss hier wirklich schnell was kommen. Deutsche Umwelthilfe hat das auch nochmal klar gefordert. Und der Wirtschaftsminister sieht noch Chancen für eine Nachbesserung des Gesetzes bis zur Bundestagswahl und plädierte dafür, das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten. No shit, Sherlock. Also das ist natürlich auch klar, dass ihr bei diesem Thema als Regierungsparteien aktuell nicht unbedingt für euch werben könnt, weil ihr hier Gesetze herausgehauen habt, die an jeder vorstellbaren Stelle nicht weit genug gehen. Das Dilemma ist nämlich nicht nur dieses Klimaschutzgesetz, auch das EEG sind halt Gesetze, die in ihrer aktuellen Ausführung niemandem nützen. Vielleicht sogar noch ein bisschen am ehesten der alten Energiewirtschaft, die immer geringer wird, immer kleiner wird, immer weniger Gewichtung auch hat. Aber der neuen Energiewirtschaft oder überhaupt der grundlegenden, den grundlegenden Marktteilnehmern hilft es überhaupt nicht, dass wir in so einem Schwebezustand gerade sind und keinen ordentlich funktionierenden Markt für erneuerbare Energieanlagen aufbauen. Den könnte es ja auch geben. Ne? Erneuerbare sind ja auch weitgehend in der Lage, mit anderen Erzeugungsanlagen zu konkurrieren oder sogar deutlich günstiger zu sein. Gar keine Frage. Das gibt es alles. Haben wir an verschiedenen Stellen auch schon mal hier auseinandergenommen und werden wir auch noch weiterhin tun. Das Dilemma ist eben, da werden halbgare Gesetze hingeworfen, beschlossen. Jeder weiß, das ist Bullshit und dann müssen wir erstmal damit leben und dann erst wieder vom Bundesverfassungsgericht die klare Ansage bekommen, das reicht so nicht. Und dann gibt es noch so Kollegen wie den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der wirft der Union vor, sie stehe beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Bremse. Ja, Oppositionspolitik von einer Regierungspartei finde ich immer ein bisschen komisch. Also auch eine SPD ist in der Regierung und sollte hier eigentlich auch bei sich selbst vielleicht ein bisschen die Herausforderung sehen, naja, warum ist es denn so? Ja, also, wenn man es ja auch an anderer Stelle nochmal sagt, eine von der CDU geführte Regierung, naja, ihr seid trotzdem aktuell mit drin. Ja, also man kann es nicht so tun als SPD, als würde man hier von der bösen Union praktisch die wunderbaren Ziele der Energiewende und des Klimaschutzes nicht durchbekommen. Nee, das ist tatsächlich eine ganz schön krasse Situation, in der wir gerade sind, in der die Regierungsfraktionen eben überhaupt gar nicht zeigen, dass sie in der Lage sind, eine nachhaltige Bundespolitik aufzustellen, allein für unsere Themen der Energiewende und des Klimaschutzes, des Umweltschutzes. Das läuft einfach nicht. Und naja, ich glaube, hier muss einfach noch deutlich, deutlich mehr passieren. Wenn wir dann noch weitergehen in Richtung Verkehrssektor, Minister Scheuer und so weiter, dann wird es halt auch einfach nicht besser. Naja, wir haben dann auch noch an anderen Stellen das so Beiträge, ich verlinke die alle mal unten. Der Solarserver hat das auch nochmal ganz gut zusammengefasst, dass hier eben tatsächlich innerhalb kürzester Zeit gerade diese Ausbauziele für die nächsten Jahre dann eben weiter dargestellt werden müssen. Das Dilemma ist auch so ein bisschen, und das wissen auch die wenigsten, ja, warum wollen wir eigentlich eine Verringerung gegenüber 1990 haben? Naja, 1990, da gab es die Wiedervereinigung. Ab diesem Moment zählten zum Beispiel auch die Treibhausgasemissionen der ehemaligen DDR mit in unsere Gesamtzahlen. Und von dort aus betrachtet ist natürlich eine Verringerung ziemlich einfach, prozentual betrachtet. Das machen übrigens alle Länder so. Wenn andere Länder ihre Verringerung gegenüber 2000 oder 2010 oder 2008 machen wollen, dann liegt das daran, dass dieses Jahr immer besonders schlimm war und dass dann eine Verringerung, sagen wir, prozentual einfacher ist. Und dementsprechend wundert euch nicht über die 1990, das liegt einfach daran, dass wir genau in diesem Jahr vergleichsweise schlechte Treibhausgasemissionen natürlich hatten. Unter anderem, weil da die DDR-Wirtschaft ja noch stand, noch nicht ganz abgebaut war und plötzlich auch dazugezählt wurde. Naja, das Spannende ist eben in diesem Beschluss, dass die Freiheitsrechte von den jungen Menschen hier tatsächlich als verletzt angesehen worden sind. Und das ist durchaus richtungsweisend, weil hier ganz klar gesagt wird, naja, Gesetzgeber, ihr müsst an das Morgen denken. Ihr müsst unbedingt hier die Grundrechte von auch den jungen Leuten beschützen, die zum Beispiel über Fridays for Future in den letzten Monaten oder vor allem in den letzten Jahren seit Corona ja nicht mehr so sehr auf die Straße gegangen sind. Und wenn man jetzt bedenkt, dass diese damaligen Demonstrationen und so weiter, über die teilweise auch gelächelt wurden, jetzt diesen Beschluss schlussendlich auch gebracht haben, dass die dorthin geführt haben, das ist schon mal ganz schön beeindruckend. Da kann man auch nur sagen, die haben alles richtig gemacht. Hier in diesem Beitrag ist dann auch verlinkt die Veröffentlichung des Bundesverfassungsgerichts dazu, wo man dann eben auch sich das schön durchlesen kann. Ist ein relativ langer, konkreter Text, der das eben auseinandernimmt. Aber schlussendlich wird es relativ schnell auch hier klargestellt, dass es eine Schutzpflicht des Staates gibt,
die eben auch unter anderem sich dann auf den Klimaschutz natürlich mit, oder der Klimaschutz ein Faktor davon ist, und dass das Ganze hier nicht ausreichend bisher wahrgenommen wurde. Wie an anderer Stelle ja schon erwähnt, die Energiewende an sich geht voran und auch gerade die Wirksamkeit von erneuerbaren Energien wird immer größer. Und nicht nur, dass es darauf hinausläuft, dass wir im Privatkundensektor eben einen immer größeren Drang hin zu Ökostromtarifen zum Beispiel haben. Es gibt immer wieder spannende Nachrichten. Nämlich hier zum Beispiel, RWE schließt einen 170 Gigawattstunden PPA ab. PPAs sind so ein Thema, die manchmal bisher noch belächelt werden. Ja, diese Power Purchase Agreements sind ja schlussendlich nichts anderes als Stromlieferverträge, flexible Stromlieferverträge, zum Beispiel von einem Windkraftanlagenbetreiber selbst mit zum Beispiel auch einem Industriekonzern selbst, ohne irgendwelche Versorgungsunternehmen dazwischen. Oder in anderen Fällen könnte es auch sein, dass ein Anlagenbetreiber mit einem Energieversorger so einen Vertrag abschließt, damit das in das Portfolio des Versorgers kommt, ja, die Energiemenge. Diese direkten Verträge können ja so ausgestattet werden, dass die vielleicht auch neu gebauten erneuerbaren Energienanlagen komplett ohne eine externe Förderung dann auch richtig gut wirtschaftlich funktionieren können. So, weil die dann gar nicht eine EEG-Förderung brauchen, sondern weil die über den Vertrag selbst richtig gut vergütet werden. Weil nämlich dieser Ökostrom zum Beispiel sehr wertvoll ist. Gerade große Konzerne haben im Sinne ihrer Corporate Social Responsibility ein Image-Thema mit Ökostrom. Die müssen ihr eigenes Energieportfolio sauber und nachhaltig gestalten, weil sonst werden viele, viele Kunden sich nach und nach immer öfter dafür entscheiden, dort nicht mehr einzukaufen. Sondern, das ist ganz wichtig, hey, wir sind irgendwie mit auf dem Trend, wir wollen Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Energiewende und dementsprechend kaufen wir Ökostrom ein als großer Konzern. So. Und genau das ist auch hier passiert. Die Essener RWE beziehen künftig Solarstrom aus einem förderfreien Solarpark in Mecklenburg, um damit Volkswagen zu versorgen. Es ist also so, dass hier in diesem Fall andere Betreiber an die RWE die Energie praktisch liefern, in das Portfolio der RWE geben und die RWE wiederum mit Volkswagen dann diesen PPA hat, über den diese Mengen über die nächsten Jahre geliefert werden sollen. Ja, das ist richtig spannend. Also 170 Gigawattstunden jährlich, das ist richtig, richtig krass. Das sind richtig große Mengen. Wenn wir uns vorstellen, als normaler Haushalt verbrauchen wir vielleicht so ein paar tausend Kilowattstunden im Jahr. Anderthalb tausend vielleicht ungefähr. Dann kann man sich vorstellen, das hier ist 1 Million Kilowattstunden. So, und dann 170 Millionen Kilowattstunden. Ja, das ist schon richtig, richtig viel Energiemenge. Die aus einem Photovoltaikpark, Tramm-Göthin in Mecklenburg-Vorpommern, kommen. Diese 172 Megawatt Peak-Anlage, das ist auch schon mal richtig viel, wird ohne EEG-Förderung errichtet, zu Ende des Jahres von Belectric fertiggestellt werden. Und der Eigentümer ist dann Luxcara. Und die beliefern dann praktisch RWE und RWE beliefert dann tatsächlich Volkswagen mit diesem Ökostrom, weil dieser natürlich CO2-neutral werden will und dabei nicht nur die Flotten elektrifizieren will, die Elektromobilflotten, sondern natürlich auch die Fertigung elektrifizieren will. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Immer mehr Kunden werden dann eben schauen, naja, wie sauber ist dann die gesamte Lieferkette? Ja, und dann spielt das hier natürlich rein. Und genau diese Geschichten, dass immer wieder so richtig große Verträge auch zustande kommen, zeigen ja den klaren Trend. Nicht nur, dass Konzerne und Versorger diesen Ökostrom in ihrem Portfolio haben wollen, weil der wertvoll ist entlang zum Beispiel solcher Unternehmensziele, sondern dass damit natürlich auch die Erzeugungsanlagen sauber laufen können, finanziert sind, wirtschaftlich sind, auch noch ein ordentliches Plus erwirtschaften dabei und dabei keine EEG-Förderung brauchen, keine Subventionierung. Es gibt Anlagen, die brauchen eine Subventionierung, es gibt Anlagen, die brauchen die nicht. Und wir werden schlussendlich jetzt immer mehr und immer stärker erleben, dass Anlagen ohne jegliche Einspeisevergütung in diesem klassischen Sinne ordentlich laufen können. Tja, und dann wird es eben immer spannender. Und es wird immer fragwürdiger, wenn dann zum Beispiel die Politik im Großen und Ganzen hinterherhängt und es nicht gebacken kriegt, das Ganze auch mit zu prägen. Und nur weil jetzt auch, sagen wir mal, die Grünen relativ hohe Prozentpunkte haben für die Zukunft, heißt das auch noch nicht automatisch, dass es besser wird in unserer Gesetzgebung und in unserer Bundesregierung. Aber wir werden sehen. Es muss auf jeden Fall mehr passieren, Ausrichtung des Gesetzgebers, um der Wirtschaft, die ja will, die ja macht, noch ein bisschen mehr Freiraum auch dazu geben und noch ein bisschen mehr anzuspornen.
Mal schauen. Auf jeden Fall spannende Geschichte, dass jetzt dieses Klimaschutzgesetz erstmal wieder in Frage gestellt ist. Wir werden über die nächsten anderthalb Jahre dann also erleben, dass hier die Ziele vor allem dann für die Zeit nach 2030 nochmal neu aufgerollt werden müssen. Gleichzeitig muss ja auch das EEG nochmal neu gemacht werden, für auch die kurzfristigen Ziele und Ausbaumengen, die dann nämlich wieder auseinandergehen. Das ist wieder so typisch. Und dementsprechend werden wir in den nächsten Wochen, Monaten viele spannende Entwicklungen noch sehen können, hoffentlich eben auch vor der Sommerpause und dementsprechend noch in diesem Bundestag. Mal schauen. Aber eben auch immer wieder spannend, einerseits die Menge an Privatkunden, die Ökostrom wollen, aber auch die immer wieder richtig großen Energiemengen, die über erneuerbare PPAs direkt an Konzerne geliefert werden. Richtig spannend. Habt ihr soweit Fragen oder Diskussionsbedarf oder weitere Themen rund um zum Beispiel PPAs oder das Klimaschutzgesetz oder das EEG? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Videos auch nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.